Leute, wie versprochen, die zweite Exklusiv-Legende Rhapsody. Ich habe das Gameplay, ich habe die Fähigkeiten. Wer das letzte Video im Feld nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Auch hier nochmal kurz den Shoutout an meinen neuen Merch-Shop mit ein paar Legenden, mit ein bisschen Eigenstuff. Wer da Bock hat, vorbeizuschauen, schaut in die Videobeschreibung auf YouTube oder in meiner Kanalinfo. Wir fangen jetzt direkt mit der Legende Rhapsody an. Eine sehr effektive, starke Legende. Und ihr werdet vielleicht ein paar geringe oder zumindest eine geringe Ähnlichkeit bei einer Fähigkeit zu Catalyst feststellen. Achtung, Rhapsody gab es zuerst und erst dann gab es Catalyst. Ich zeige euch erstmal folgende Fähigkeiten. Die Legende gehört zur Support-Klasse. Die Passive heißt Gifted Ear, Tactical heißt Hyper Anthem. Und die ultimative Fähigkeit Rowdy's Raven. Rowdy ist übrigens dieser kleine, ich sag mal, Roboterhund, hat man den früher genannt. Unten links, die hat so ein kleines Vieh auf dem, auf der Schulter oder irgendwo sitzen. Wir fangen mit der passiven Fähigkeit Gifted Ears an. Und das ist eigentlich, oder Gifted Ear, das ist eigentlich die Fähigkeit, die sich alle wünschen, dass wir endlich mal Step Sounds hören. Wir bekommen die Step Sounds nicht nur lauter, sondern wir sehen sie visualisiert. Ich zeige euch einfach mal Gameplay. Achtung! Ihr seht auf jeden Fall über dem Kopf von Rhapsody, da wo die Pfeile so aufleuchten, seht ihr so ein Stück weit die Footsteps und die werden euch quasi visualisiert. Ich mache es nochmal an. Moment, schlecht vorbereitet. Da ist es nochmal, man hört es auf jeden Fall deutlich lauter. Und auf ihrer Schulter oder auf ihrem Rücken sieht man diesen Rowdy. Sieht eigentlich ganz geil aus. So, dann haben wir die taktische Fähigkeit Hyper Anthem. Das ist eine extrem geile teamtaktische Fähigkeit. Zieht euch das einfach mal rein. Rhapsody spielt einen Song ab. Der ist ein bisschen laut, hält 10 Sekunden und gibt allen Teammates, die in der Nähe sind, einen 15% Speedboost. So ein bisschen ähnlich wie bei Fate, wenn er slidet oder der Slide zu Ende ist, der so 15% Speedboost. Und über diese 10 Sekunden heilt es 50 Schild bei jedem von uns, der in der Nähe ist. Wenn jetzt natürlich Gegner in der Nähe sind, keine Ahnung, ob das vielleicht dann auch einen Effekt darauf hat. Das kann ich tatsächlich leider überhaupt nicht beurteilen. Und so sieht das Ganze aus. Der Track wird abgespielt. 10 Sekunden lang. Und ihr seht unten, dass die Schildanzeige sich wieder auflädt. Und dieser Effekt wird sofort gestoppt, sobald du angeschossen wirst. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und als letztes haben wir noch die ultimative Fähigkeit Rowdy's Raven. Und das ist die Ähnlichkeit zu Catalyst. Rowdy, quasi dieser kleine Roboterhund oder wie auch immer man das nennen mag, projiziert eine Art Wand, die es Gegnern wie, ich zeig's euch einfach mal, die es Gegner nicht möglich macht, euch zu tracken bzw. zu scannen. Man kann durchschießen, aber man sieht eben nicht, wo der Gegner ist. Man hat also quasi eine schöne Sichtbarriere. Das sieht echt mega, mega stark aus und ähnelt halt extrem Catalyst. Natürlich optisch nicht mal ansatzweise, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Und mehr gibt es eigentlich zu Rhapsody nicht zu sagen. Moment, gibt es noch ein paar Informationen, die wir hier wissen sollten. Das Teil halt hält 20 Sekunden und hat eine Cooldown von 2 Minuten. Ansonsten ist das 10 Meter hoch, 25 Meter breit und das ist eigentlich alles, was wir zu Rhapsody wissen müssen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch abzuwarten, wann genau kommt diese Legende. Passiert es in Season 18, vielleicht auch später. Vielleicht kommen auch Fate und Rhapsody gleichzeitig. Wie gesagt, wer das letzte Video rund um Fate nicht gesehen hat, sollte da auch noch reinschalten. Die Fähigkeiten sind auch echt geil. Das war's jetzt von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr von der Legende haltet. Das war's jetzt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.